reicht bei dem Talent, was er besitzt. Volker Grube mit den bisherigen Höhepunkten einer jetzt schon einzigartigen Karriere. Als Timo Boll am vergangenen Samstag mit seinem Doppelpartner Zoltán Fejér-Konát Europameister wurde, durfte er sich über den größten Erfolg seiner jungen Karriere freuen. Der erste Profititel war geschafft, die vorläufige Krönung dessen, was 17 Jahre zuvor begonnen hatte. Als Vierjähriger mit Papa an der Platte. Schon damals ehrgeizig. Mit 15 kam er zum TTV Gönnern und heute ist er der Star der Mannschaft. Nach zahlreichen Jugendtiteln wurde Timo Boll mit 17 zum ersten Mal deutscher Meister bei den Herren. Ein Ausnahmetalent bahnt sich seinen Weg. Er hat ein großes Potenzial, was es in Deutschland noch nie gegeben hat, was es in der Welt auch sehr, sehr selten gibt. Und das muss man natürlich auch versuchen abzurufen. Und dann kann es eigentlich nur heißen, irgendwann mal Weltmeister zu werden oder Olympiasieger zu werden. Die Europameisterschaft 1998 in Eindhoven, Niederlande. Zweite Runde. Gegner, der schwedische Weltklassespieler Jan-Ove Waldner. Nachdem Boll 9 Matchbälle abgewehrt hatte, gewann er den 5. Satz und damit das Spiel. Die Tischtenniswelt sah und staunte. Timo Boll, der Siegertyp. Aber auch verlieren musste er, und das will bekanntlich gelernt sein. EM 2000 in Bremen. Diesmal war Jan-Ove Waldner mal wieder der Bessere. Endstation, dritte Runde. Der eine erleichtert, der andere enttäuscht. Ein paar Monate später. Bolls erste Olympiateilnahme in Sydney. Bis ins Achtelfinale war er gekommen, verlor aber dann gegen den Österreicher Werner Schlager. Immerhin war er dabei gewesen und das war schon was in Down Under. Timo Boll und die Faszination der kleinen weißen Bälle. Im Golf ist er nicht ganz so gut wie im Tischtennis, aber genauso ehrgeizig. Das gibt's nicht, echt nicht. Das kann nicht wahr sein. Mit diesem Ehrgeiz, gepaart mit schier unendlichem Fleiß und dem Supertalent, das ihm angeboren ist, hat er es schon weit gebracht. Nach dem EM-Titel im Doppel hat er dann am vergangenen Sonntag noch eins draufgesetzt, mit 21 Jahren Europameister im Herren-Einzel. Und wer weiß, was noch alles kommt.